Hallo meine Süßen, heute habe ich mein Outfit of the Day Video für euch und ja, ich hoffe es gefällt euch. Als erstes kommen wir zum Schmuck, also alle meine Piercings, auch die Tunnels sind von Crazy Factory und diese Kette, die ist von meinem Freund, die hat er mir zum Geburtstag geschenkt. Und ja, ich weiß nicht, wo er die her hat. Auf jeden Fall aus dem Schmuckladen, weil es nämlich echtes Silber ist und ein kleines Herz dran. Und die trage ich jetzt eigentlich jeden Tag und von daher gehört die auch dazu. Und was ich auch noch als Schmuck bezeichnen würde, ist meine Schleife hinten in den Haaren. Und ja, die Schleife, die habe ich aus der Pflanzen, irgendwo aus Pflanzenkölle. Die war da irgendwo mit. Ich glaube, das ist eigentlich als Hausdeko gedacht oder so, aber die hat halt so eine Klammer und deswegen kann ich sie auch an den Haaren tragen. Ich finde die schön. Das Kleid, das hat hier so eine flusigen Ärmel und ist halt aus mit Rosen und so ein bisschen total Mädchen und Sommer und hell und schön. Und das habe ich bei eBay bestellt aus, von so einem China-Shop, also halt das aus China, weil, ja. Ich finde, das kostet da mal alles total wenig und das ist schön und ich finde das gut. Ich habe auch noch nicht festgestellt, dass das irgendwas von der Qualität schlecht ist oder so. Und ja, hier unten ist das halt so, fällt das halt so locker. Und weil das relativ kurz ist, weil die Chinesen halt immer sehr kleine Menschen sind, ich bin auch, zwar auch klein, aber doch reicht trotzdem nicht als klein, habe ich hier noch so ein ganz normales Basic, das habe ich von Primark gekauft, halt so ein trägerloses Top, was ich dann halt einfach... ja, bis zum Bauchnabel runterziehe quasi und dann halt als kleinen Rock tragen kann. Darunter eine ganz normale Feinstrumpfhose, einfach weil ich meine Beine nicht so sehr gerne mag. Ja, diese Säckchen hier mit dem süßen Schleifchen dran, die habe ich ebenfalls von Primark irgendwann mal gekauft. Eigentlich sollten das Overknee sein, aber sind nicht ganz so lang, aber ich finde die halt auch so süß. Und ja, Schuhe habe ich meine Iron Fist Schuhe an. Die habe ich mal bei Just Fab, glaube ich, gekauft und ja, ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde die mega geil und ob ihr es glaubt oder nicht, man kann super auf denen laufen, weil die halt ein mega krasses Plateau haben, seht ihr, bis hier und das ist in der Gesamthöhe überhaupt nicht hoch, man muss halt nur beim Treppensteigen aufpassen, dass man nirgendwo das Plateau vergisst und dann so gegenknallt. Aber sonst laufen die sich mega schön. Gefallen euch solche Outfit of the Day Videos, dann schreibt es mir unten in die Kommentare und dann mache ich euch gerne mehr davon, weil es ist echt, ich finde es schön und es macht mir irgendwie Spaß, euch einfach zu zeigen, was ich wie kombiniert habe und anhab. Und ja, dann habt ihr neben mir hier noch zwei weitere Videos und unter mir könnt ihr wie immer abonnieren. Ich freue mich total über euer Feedback und wir sehen uns im nächsten Video.